Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein außerplanmäßiges Video für euch, aber keine Sorge, unser Mittwochsvideo kommt natürlich auch. Ja, ich war beim Action, was soll ich sagen? Ich habe mal wieder ein bisschen so Basic-Teile gebraucht und auch ein bisschen was für den Haushalt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich fahre einfach beim Action vorbei, vielleicht gibt es ja mal wieder was Neues. Die letzten paar Male war ich etwas immer enttäuscht, aber ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen noch Corona geschuldet. Die hatten ewig nichts richtig aufgefüllt, bei uns zumindest nicht. Aber heute habe ich was gefunden. Ich bin ganz glücklich. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wie gesagt, ich habe Basic gekauft. Recht viel. Und zwar hatten sie endlich wieder diese Klebemäuse. Da habe ich mir jetzt 4 Stück mitgenommen und da muss ich mal noch nachfragen bei einer Bastelkollegin, ob sie da noch welche will, weil das war ewig nicht aufgefüllt. Also da hatten wir schon ein bisschen Sorge, dass es das nicht mehr gibt, aber ha, ich habe sie wieder. Ja, und dann habe ich mir mitgenommen so ein Megapack Pinsel. Ich schaue jetzt gerade mal, was die gekostet haben. Ob ich das vielleicht irgendwie gleich finde. Lasst mich mal schauen. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich finde es aber gar nicht. Keine Ahnung, kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaube doch hier 3,99 €. Also das ist okay, das sind recht viel drin. Ich habe gesehen, es ist schon kaputt, aber das macht nichts. Ich werde es jetzt eh gleich aufmachen. Und ja, die sind halt eben super für Mixmedia und für meine ganzen anderen Projekte. Von dem her, die 99 Cent oder 98 Cent, wie immer. Ja, ach, ich habe noch eine Maske hier liegen. Die habe ich nicht gekauft, die musste ich aufziehen. Ja, dann habe ich mir eine Stanze mitgenommen und zwar die hier. Das ist die für 2 Euro Quetsch mich tot. Nochmal was. Ich werde jetzt aber da nicht immer nachschauen, weil, keine Ahnung, die ist auch schon wohl etwas älter. Aber die hat mir ganz gut gefallen und die habe ich tatsächlich noch nicht. Und ich dachte mir, wenn ich hier jetzt das ausstanze und ich habe dann zum Beispiel, habe ich noch was hier liegen? Hier habe ich ein Häschen. Und ich nehme dann das zum Beispiel und stanze mir das aus und setze mir hier das Häschen hier rein und hier oben noch einen kleinen Spruch. Sieht es bestimmt süß aus auf einer Karte, so war mein Gedanke. Ja, und das möchte ich dann einfach gerne mal testen, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Und dann gab es neu, das habe ich mir mitgenommen, das nehme ich jetzt gleich als erstes raus, dieses Ringlicht. Ich möchte das natürlich nicht für Selfies machen, weil so schön bin ich nicht, dass ich die ganze Zeit von mir Selfies machen muss. Ich bin jetzt auch nicht so, hyper hier, aber ich habe mir tatsächlich gedacht, ich werde es vielleicht auf meinen Basteltisch stellen und zwar an meinen Mixmedia-Tisch rüber. Ich muss mal schauen, wie hoch das Ganze ist und wie das alles funktioniert. Ihr seht hier, das ist warmes Licht und Tageslicht, also kälteres Licht. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja hier dieses Teil, wo ihr drin steckt. Das ist ja auch dieses vom Action. Das gibt es übrigens wieder, da wo man ja ein Mikrofon anschließen kann. Und ich dachte mir ja, da ist das Mikrofon mit dabei. Aber mein Gott, braucht ja eigentlich auch niemand. Und das ist tatsächlich auch mit so einem Dimmer. Ich hoffe, vielleicht kann ich euch das hier mal so zeigen. Nee, das geht jetzt natürlich nicht. Hier seht ihr das ein bisschen. Das ist auch dieser Dimmer. Und es funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Also ich bin von dem her eigentlich ganz begeistert und bin jetzt mal gespannt. Das war 8,99 €. Ja, und ich habe mir gedacht, ach, ich nehme das jetzt einfach mal mit und probiere es mal. Ob es was wird, weiß ich nicht. Aber ein Licht kann man ja immer gebrauchen. Ja, und dann ganz toll. Fand ich persönlich. Also ich habe zwar schon genug, wenn meine liebe Britta das jetzt sieht, dann wird sie wieder den Kopf über mich schütteln, aber ich musste es mitnehmen, weil sie haben jetzt diese Gilding Flakes, also diese Gilding Flakes, die habe ich tatsächlich von
Finnabeer und ich habe sie aber auch von Nuvo und jetzt habe ich sie halt eben aber auch vom Action. Waren nicht sehr teuer, die habe ich gleich hier gesehen. Moment, das kann ich euch sagen. 94 Cent, also das kann man dann schon mal machen und ich finde die mega cool. Was ich auch mit denen sehr, sehr gerne mache, ich setze mir mit den Klebe meistens so einen Streifen auf eine Karte und tupfe das dann drauf und rubbel das wieder weg und dann bleibt es halt auf dem Kleber quasi hängen und dann könnt ihr auch eure Karten richtig toll damit gestalten und ich meine ganz ehrlich, das sind so schöne Farben. Ja, und ich habe das ohnehin echt immer wieder auch in Verwendung, gerade für meine Mixed-Media-Geschichten. Und ja, von dem her dachte ich mir, ach komm, das kann man mal mitnehmen. Das ist ja kein Problem. Ja, dann habe ich gesehen, neu, die zwei. Da habe ich mir jetzt aber nur in Silber und in Weiß mitgenommen, weil erstens habe ich genug Glitzer und Pailletten. Aber das sind halt solche Geschichten, wo ich denke, das ist halt schon sehr, sehr neutral. Und hier hat es eben auch noch so kleine Steinchen mit dabei, die man ja eigentlich braucht, um eine schöne Schüttelkarte zu machen. Weil wenn man nur Pailletten reinmacht, dann läuft es nicht so richtig. Und hier haben wir auch so Sternchen und Pünktchen. Und ich mache das jetzt gerade mal mit euch auf. Ich habe das nämlich von einer Freundin zu Valentinstag in Rot ein paar Döschen bekommen. Ich habe jetzt nur nicht damit gerechnet, dass unser Action das hat. Und ich finde auch diese Döschen sehr, sehr süß, muss ich sagen. Also das sind dann solche Döschen, das finde ich ganz, ganz nett. Ja, und das kann man immer gebrauchen. Also die hier, wenn man zum Beispiel einen Kleber hat, ein doppelseitiges Klebeband, ein Stück und abziehen und dann drüber streuen, dann habt ihr ein bisschen Glitzer auf euren Projekten. Ja, und gerade für Shaker-Karten und so. Und ich nehme es halt eben auch sehr, sehr viel wirklich für Mixed Media. Da bin ich ja sehr aktiv, habt es ja vielleicht auch schon mitbekommen, der ein oder andere, dass ich jetzt bei Stamping Fairies im Designteam bin. Und da mache ich ja auch abwechselnd mal eine Karte und mal ein Mixed Media Projekt. Und das Ganze findet statt im Moment noch ohne Video. Ich möchte aber später auch Videos dazu drehen. Und im Moment ist es halt einfach nur der Blog. Da könnt ihr das auch alles nachlesen. Ich mache das auch als Schritt-für-Schritt-Anleitung, genauso wie die anderen Mädels. Und da freue ich mich riesig, dass ich gefragt wurde. Ja. Dann habe ich noch einen Pinsel mitgenommen und zwar einfach so ein, ja, ich sage jetzt mal, das ist so ein Grundpinsel. Der hat ganz tolle Kunststoffborsten und fühlt sich richtig gut an. Und wenn man eine große Leinwand hat und das mit schwarzem Gesso erstmal grundieren möchte, ist sowas halt natürlich perfekt. Der habe ich mit. Dann aus der Osterabteilung habe ich mir so ein Päckchen Sisal mit. Das war, glaube ich, 54 Cent oder so. Das mache ich ja immer auch gerne auf meine Karten und auf, ja, auch wieder auf meine Mixed-Media-Geschichten. Es ist halt einfach so. Ja, und dann habe ich mit, das habe ich neu gesehen. Und zwar habe ich neu gesehen diese Halbperlen. Ja, und ich finde die sehr, sehr schön. Die haben mir von der Farbe her sehr gut gefallen. Ich habe nicht alle mit. Ich habe wirklich nur die mit, die mir gefallen. Und zwar haben wir hier, das sieht ein bisschen blau aus, aber das ist eigentlich ein dunkles Grün. Dann haben wir hier so ein bisschen ein helleres und das ist so ein Olivgrün. Also richtig schön. Was mir nicht so ganz gut gefällt, ist, dass die zusammenhängend sind. Dass ihr seht es hier dazwischen ist immer so ein Strang, aber den kann man sich wegschneiden oder ich reiß die dann auch einfach ab und mache eh dann immer noch einen Kleber drauf, weil ich diesen doppelseitigen Kleber eh nicht traue. Aber so für ein paar Kärtchen und so finde ich das ganz süß. Und die habe ich mir noch mitgenommen in Blau. Also ihr könnt dann hier vielleicht doch den Unterschied jetzt besser erkennen zu Blau und Grün. Ich finde, so sieht es eher blau aus. Und wenn man es daneben hebt, sieht man aber schon, dass es dann eher grünlich ist. Türkis und so eisig und richtig schönes Blau. Und dann habe ich das noch mitgenommen in Rosa, Rosa-Lila-Tönen. Da hat sich schon eine verschoben da unten. Und in Beige. Es gab es noch in Rot und in Orange, glaube ich. Aber wie gesagt, ich habe halt jetzt die vier mitgenommen, weil ich
kaufe nicht mehr das Zeug so ein, wenn ich weiß, ich benutze es nicht. Das ist Blödsinn. Ja. Dann habe ich mir mitgenommen für meine Handtasche zweimal so ein Handgel. Nicht unbedingt wegen Corona. Ich habe das immer schon auch in meiner Handtasche gehabt, weil wenn man mal irgendwie auf Toilette war oder so, öffentliches Klo, keine Ahnung, dann fühlt man sich vielleicht doch besser, wenn man da einfach ein bisschen so ein Handgel hat. Es fässt sich ganz gut an, es klebt ein bisschen am Anfang, bis es einzieht, aber das denke ich, ja, man fühlt sich halt einfach besser. Warum auch immer. Ja, dann habe ich mir mit diese Holzbuchstaben, die sind ja auch schon etwas älter und die hat man ja eigentlich hier auch immer beim Action. Und da habe ich mir dieses Mal gedacht, ich möchte so ein bisschen Namensprojekte machen. Da werde ich die einfach mal mitnehmen. Und ja, dann habe ich mir noch diese Fläschchen mitgenommen. Die wollte ich tatsächlich nur wegen den Fläschchen haben. Aber ja, auch diesen Glitzer werden wir verarbeiten. Und hier hat es ein bisschen Herzchen. Das kann man dann auch noch für Muttertag nehmen, wenn man da irgendwie ein bisschen was macht. Valentinstag ist ja jetzt vorbei, aber ich fand die Gläschen so süß. By the way, wenn jemand solche Gläschen übrig hat und die nicht mehr brauchen sollte, dann darf er sich gerne, gerne, gerne an mich wenden, weil ich bin immer froh, wenn ich solche Gläschen kriege. Ich verarbeite die unglaublich gerne in ja, Mixed-Media-Projekten. Und ja, dann habe ich mir noch mal die Perlen mit. Jetzt raschelt es ein bisschen. Ich will mal schauen, ob ich die aufkriege. Na, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja jetzt so gewollt. Aber das ist nicht schlimm, ihr könnt es auch hier so sehen. Also es sind wunderschöne Farben in, ja, ich sage jetzt mal gelb, orange, ein bisschen Brauntöne, ein bisschen weißliche Töne und halt eben ja unterschiedliche Größen. Finde ich sehr, sehr schön. Und das sind halt eben Glasperlen, also die sind relativ schwer. Und das hier ist ja mein absoluter Favorit, den habe ich auch tatsächlich schon einmal zu Hause. Aber ich möchte den gerne nochmal haben, weil da so unglaublich schöne Farben drin sind. Und bei dem hat es jetzt, glaube ich, geklappt, dass ich euch das mal so zeigen kann, wie wunderschön die sind. Schaut mal, wie toll das aussieht. Also richtig schön und mir gefällt auch hier dieses Altrosa. Das sieht so schön aus in Verbindung mit diesem bräunlichen. Und ach, ich könnte das stundenlang nur so anschauen. Also die sind sehr, sehr cool. Die kann man immer gebrauchen als Bastler. Ja, dann ganz unspektakulär. Ich habe mir noch wieder solche Envelopes mitgenommen, die A5 oder die C5 vielmehr. Und ja, wenn man Post verschickt oder wie auch immer. Und genauso habe ich mir diese Puffer mitgenommen. Ach, guck mal, da hängt ein Herz. Wo das auch immer herkommt, keine Ahnung. Oh, und ja, die sind halt eben bisschen mit Bubbelfolie. Das ist immer ganz gut zum Schutz, wenn man was verschicken möchte. Ja, und dann habe ich mir noch zwei Stempel mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie alt sind oder, also ob sie älter sind oder nicht, aber ich fand sie eigentlich ganz nett. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen die hier. Ich fand die Ranke hier total interessant und auch diese Kreise. Gerade in Anlehnung mit dieser Stanze, wenn man die größte Stanze nimmt und in der Mitte den Kreis stanzt und dann noch ein Häschen rein oder so. Und ich fand es halt einfach auch süß mit den Herzchen. Und ja, ich meine, gut, das hier, das kann man immer für Briefumschläge oder für irgendetwas verwenden. Und ganz ehrlich, die haben 79 Cent gekostet. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Also das kann man dann schon mal machen. Und den hier habe ich mir mitgenommen. Und zwar habe ich da tatsächlich den hier cool gefunden. Und dieses Set finde ich ganz nett. Ich habe nämlich mir da auch wieder was dabei gedacht. Und zwar habe ich hier, ich muss gerade schauen, hier habe ich dieses Set liegen von Lawn Fawn, das mit den Mäuschen und den Seifenblasen. Und ich finde, das ist zwar jetzt eine Sprechblase, aber ich wollte das gerne mit dazu kombinieren. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ich muss mal schauen, wie ich das dann nachher im Endeffekt gelöst kriege. Aber das schaffe ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und dann bin ich noch ganz kurz zum Teddy reingesprungen, aber wirklich nur mini, mini, mini kurz und habe auch ganz wunderbare zwei Sachen gekauft. Und zwar einmal habe ich mir diese Perlen mit.
Ich habe die schon in der Hand gehabt und wollte sie jetzt nicht wieder zurücklegen, weil ich eigentlich nur diese großen wollte. Die kosten, by the way, 1,50 Euro. Und ich wollte die eben haben, wenn ich zum Beispiel aus Holz so eine Kiste mache, so eine Holzkiste mit Mixed Media, und wollte die als Füße benutzen. Wenn man die quasi anklebt und nachher schwarz anmalt, dann hat man da halt super Holzfüße und hat die ein bisschen umfunktioniert. Und ich fand die zwei Größen eigentlich ganz ansprechend und ich habe auch darauf geachtet, dass ich auf jeden Fall von den großen 4 Stück einmal drin habe. Dann kann ich einmal eine große Kiste machen und bei den kleinen, da geht es dann auch auf Schad, dass da nicht eine mehr drin war, sonst hätte ich zweimal große Kisten gehabt. Ja, dann war ich auf dem Weg zur Kasse und dann habe ich gesehen, dass die was auffüllen. Und dann habe ich das noch entdeckt für 1 Euro. Und zwar sind das Holzperlen. Und die kann man halt auch super für Füße benutzen. Ich hätte die dann wieder zurückgetan, eigentlich, weil mir reicht ein Päckchen. Aber ich war, wie gesagt, auf dem Weg schon zur Kasse und mein Göttergatte hat im Auto gewartet. Und dann, ihr wisst, wie das ist, wenn die Männer im Auto warten und, oh ja, nicht eine Sekunde zu spät kommen. Und dann habe ich einfach, die waren 1 Euro, habe ich einfach beide mit. Und die kann man halt bestimmt auch richtig toll aufkleben und halt eben anmalen. Und gibt richtig tolle Füße, weil die halt eben natürlich auch abgeschrägt sind. Super cool, auch für die Standfestigkeit. Also das war so mein Gedanke daran. Ja, was soll ich sagen? Ich hab wunderbare 2,50 € beim Teddy gelassen. Also echt witzig. Und ja, beim Action habe ich 41 € liegen gelassen. Wie gesagt, es war noch ein bisschen Haushaltszeugs dabei. Klosteine und so weiter. Das brauche ich euch nicht zeigen. Aber das ist so jetzt ein bisschen so einen kleinen Einkauf, den ich getätigt habe. Ich war ganz happy, dass ich mal wieder ein bisschen was gefunden habe, dass es beim Action mal wieder ein bisschen was gab. Ultra gefreut habe ich mich über die. Ich weiß, ich habe sie schon, aber ich finde sie trotzdem mega. Und mit der Lampe bin ich sehr gespannt. Die werde ich jetzt gleich mal austesten, wenn während das Video dann hier so hochlädt. Und ja, ich freue mich total. Ich habe, denke ich, schöne Schätze gefunden. Es ist nicht zu viel, ich weiß, aber ich gehe mal wieder und dann gibt es mal wieder ein neues Video. Und man kann auch nicht immer nur kaufen, man muss es dann tatsächlich ja auch mal verarbeiten. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr lebt alle noch. Ihr seid nicht von Antonia und Zeynep und wie sie alle geheißen haben, davon geweht worden. Bei uns hielt sich's einigermaßen in Grenzen, muss ich sagen. Über Nacht hat es ein bisschen geschneit, aber jetzt scheint die Sonne. Jetzt ist alles wieder weg bei uns. Und ja, jetzt werden wir schauen, dass endlich mal der Frühling kommt. Da würde ich mich schon sehr freuen. Bis dahin, meine Lieben, bleibt schön alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!